Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir Phasmophobia. sind heute wieder zelten im Maple Lodge Campsite und ich muss euch was richtig, richtig, richtig Geiles zeigen. Wenn das das richtige Camp ist. Aber ich glaube ja. So, wen haben Ja, wir ist denn? es. Wir haben Ted Cray, er reagiert auf Einzelpersonen, werde Zeuge Geister-Event, 25% und Parabolmikrofon. Hier, der Stromkasten ist an diesem einen Zelt. Ja, ich muss erstmal in die andere Richtung. Ich muss hier erstmal was zeigen. So. Ich habe jetzt das Kabel nicht drin. Ich hoffe, das reicht trotzdem heute hier. Ja. Du musst nach links wegen Strom. Genau. So, jetzt würde ich mal was richtig, richtig Cooles zeigen. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Aber ich denke, viele werden es vielleicht auch gar nicht wissen. Also bei mir. Bei mir ist das komplett untergegangen. Ich habe es nicht mitgekriegt. So, wenn wir hier nämlich auf diesen Bootssteg gehen. Und hier an die Kante. Dann kommt die Maske von Jason Voorhees. Finde ich mega geil. Mega cooles Easter Egg. Ich hab's gefunden. Das erklärt auch, warum Ted Cray hier rumgeistert. Der wurde nämlich von Jason Voorhees abgeschlachtet. Hey, wo muss ich denn hier lang zu diesem blöden Stromkasten? Ich dachte, das wäre das Zelt hier. Ist das doch das da hinten? Komplett durchgehen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ted Cray. Ach da. Rummel an. Wunderbar. Gut, 12 Grad. Ted Cray, gib mir ein Zeichen. Hab ich nicht mal EMF, nix. Nüscht. Nichts. Bist du denn? Ja. Ja, ich investigiere hier ein bisschen. Hier schon Sense, ne? Warst du das eben am Zelt? Ja, ich Okay. hab's aufgemacht. Ich habe mich verlaufen. Ach, da lang. Hier liegt ein Handy. Ist immer doof im Zelt, finde ich. Der ist schwer zu finden halt, weil es eine große Fläche ist. Ja. Ah, hier läuft Wasser. Hörst du das? Ja, hier in den Duschen. Gibt es hier noch eine Tür? Ja, hinten. Wenn du einmal rumgehst. Ne, warte, das ist ein Abstellraum. Hä? Aber von irgendwo muss doch das Wasser kommen. Rein theoretisch. Ja. Hä? Ach wow, man hat das echt nicht gesehen. Krieg's nicht aus. So jetzt. Ah, hier ist auch an. Bei dir? Ja. Nee. Er ist bei mir. Ich Nee. sterbe. Ich sterbe nicht. Okay, aber wir wissen schon mal, wo er ist. Hier ist eben F4 gewesen. Ah, jetzt habe ich die Kamera nicht platziert. Bei mir. Er kam bei mir aber nicht aus der Dusche. Er kam Ja, von, okay. vom hinterm Haus quasi, wo dieser kleine Abstellraum ist, sage ich jetzt mal. Ja, da bin ich bin in den Duschen gewesen hier eben. Und da hatte ich eben F4. Dachte erst, er kommt zu mir. Wir haben noch mega viel Sanity. Dafür, dass er sich gezeigt hat. Also hier ist er drin oder was? Nee, nee, er ist von hier gekommen, hinterm Haus.
Hä? Wo bist du denn jetzt? Hier? Wo denn? Hinterm Ja, da Haus. hinten war ich doch drinne. Nee, in dem hier. Also so hat es sich angehört. Hat hier eben irgendeine Tür angefasst. Was War du? das? Hier, IMF. Weil? Was war denn das für ein Geräusch? Eigentlich. Klopapier vielleicht? Hat sich angehört wie so eine Spülabdeckung aus Porzellan. Welche Tür ist denn das jetzt hier Aber ich gewesen kann die schon Kamera wieder? hier nicht vernünftig platzieren. Ist aber gut aktiv. Nur blöd, dass ich nicht sehe, welche Tür sich dann bewegt. Die Holztür. Ja? Hä? Hier ist gar keiner. Ach, hier sind ja wieder so viele Camps. Boah, du siehst durch die Reflexion von den Spiegel, von den Fliesen gar nichts am Dots-Projektor. Doch, Dots-Projektor. Welche Tür ist denn das hier? Ist doch nicht hier drinne, ist doch eine andere Tür. Ja, vielleicht in dem anderen Badezimmer. Aber da ging gerade eine Tür, die hat sich bewegt, ne? Ja? Ja. Von der Toilette. Ah, jetzt sehe ich es auch, aber kein Fingerabdruck. Alter, ist sehr aktiv. Der hat schon wieder irgendwas angemacht. War bestimmt im anderen Bad, war. Der ist so aktiv, Nee, ey. Waschbecken. Ist der Dotz jetzt gewesen eigentlich? Ich bin der Meinung, ja. Aber 100% sicher bist du jetzt Ted nicht. Prey, schreib ins Buch. Nee, also nicht 100%. Weil ich nicht weiß, ob das deine Taschenlampe gewesen sein könnte. Mann, Alter, die Erkältung sitzt so tief. Will nicht abhauen, der Mist. Nee. Der Mist will einfach nie abhauen. Der hockt den ganzen Tag im Bus hier. Alter. Da war ein Böller draußen. Hat doch geknallt, ey. Wahnsinn, wie viele Ich Leute sehe. haben, wie lange die noch da Dinger schmeißen können, ne? Na, auch die Raketen und so So heute noch. über Tage hinweg. Wochen, Monate, Jahre. Aber irgendwie ist das jetzt ein Orb gewesen? Ich glaube ein Orb. Ganz rechts. Hatte ich auch schon gedacht gehabt. Ja, ist einer. Den haben wir Also haben schon wir noch mal. Orbs, ja? Ja, den Dots habe ich noch nicht eingetragen, weil ich das jetzt noch nicht selber gesehen habe. Na, ich bin mir bei dem auch nicht sicher, weil du bist da die ganze Zeit mit der Taschenlampe rumgelaufen und hast meine Ermittlung gestört. Ja. So ist das passiert. Was hattest du für ein IMF? Vier. Hier. Also Oh, könnte was fünf versteckt werden, der? ja? Wie können wir den Guten denn noch ermitteln? Buch geschrieben hat er jetzt, glaube ich, auch nicht, ne? Nee, bis jetzt Oder nicht. bewegt sich da gerade was? Nee. Das muss aus. Ja, das ist der Schatten, der da Ted so. Cray, schreib ins Buch. Kannst du mit mir reden? Wie? Ted Cray, wie bist du gestorben? Wie Wer alt bist du bist denn jetzt du? hier? Ach, bei mir ist noch ganz gut.
EMF2. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hin muss. Wo bist du? Ich weiß echt schon gar nicht mehr, wo ich jetzt hinlaufen muss. Wenn du reingehst, gleich rechts. Ja, ach da. Alter, bleib mal geschmeidig, ich Junge. Ich war eben schon der Meinung, dass meine Taschenlampe geplackert hat. Was ist denn für ein Aggressionsproblem, ey? Typisch Männer. Maskulin. Aha. Ted Cray, wo bist du? Wie bist du gestorben? Kannst du mit mir reden? Ja, ist halt doof bei diesem Camp immer hier, ey. Ich habe ein 3-Sterne-Waschbecken fotografiert mit schmutzigem Wasser. Er ist doch hier bei mir, oder was? Er ist hier hinterm Haus. Ich habe ein Foto von ihm. Jetzt kommt er zu mir, wetten? Nee, er steht hier. Er ist so ganz transparent. So, aber jetzt wissen wir ja genau, wo er ist. Jedes Mal, wenn ich hier reingehe. Nee. Doch, vorhin war das auch, wo ich hier in der Dusche stand. Nee. Doch. War's aber. Schreib ins Buch. So, hier ist die Tür. Was klappert denn hier so? Mein Tod. Ich wollte gerade sagen, huntet der gerade? Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann nicht mehr laufen. Nein, das hast du nicht getan, du Arsch. Komme ich denn hier wieder raus? Wo bist du? Weiß ich nicht. Okay. Ich bin einfach da. Bin einfach gelaufen, ey. Wieso? Ich habe nämlich nur dieses blöde Tor gehört, was geklappert hat. Wieso? Ey, nein! Oh. Nein! Ich bin tot. Ja, er kommt in deine Richtung. Hä? Man hat gar nichts gehört eben. Er ist bei dir. Da gibt's doch nicht. Ey, die Sau hat einfach die Tür wieder zugemacht. Ich war fast draußen. Ja. Cool. Hi. Ja, toll. Ja, Alter. Sind wir beide gestorben. Ey. Schön. War schön. Ich war fast raus und dann kommt der Affe. Pass auf. Joker. Wir versuchen das nochmal, aber diesmal schaffen wir das. Mhm. Okay? Nee. Gut. Ich bin dabei. Wir sind zurück zum Geschehen. An einem grausamen Ort, an dem ein grandioser Geisterjäger und seine durchschnittliche Assistentin gestorben sind. Gut, dass du nicht von mir redest, oder? Nein, natürlich nicht. Also ich war mit einer anderen Assistentin hier, logischerweise. Dein Glück. Ja. Mhm. Ah. So, diesmal ist Livy West unser Zielobjekt. Und paranormales Geräusch, also Parabolmikrofon, Geister-Event und während der Jagd entkommen. Das kriegen wir hin. Stromkasten ist wieder da hinten. Das mit der Jagd kriegen wir hin. Da sind wir ja Profis drinne. Wir sind ja eben auch wunderbar entkommen. Mhm, ganz toll. Richtig gut. Ich hatte nicht mal einen Herzschlag, als der kam. Du hast generell keinen Herzschlag, aber... Hey. Noch so frech, ey. So.
Jetzt geht das wieder los, das zu suchen erstmal. Wo ist der? Wo könnte der sein, ey? Was? Hast du ihn schon? Nö. Sicher, dass der an derselben Stelle ist? Ja, ein Stückchen weiter rum. Um dem Haus. Um den Haus? Ums Zelt? Mhm. Vielleicht bin ich falsch abgebogen. Ich glaube, da hinten beim Weißen. Da, wo das Lagerfeuer ist? Hey. War doch bei dem Weißen. Ich finde ihn nicht. Hä? Hab ich mich verguckt? Nee. Er war doch bei dem. Ich geh nochmal gucken. Das fängt ja schon ganz professionell an hier. Ja, ich bin halt kein Profi, ey. Ja, warte mal. Auf der anderen Seite vom Zelt. Hä? Ist der. Also müssen wir einmal rechts lang. Und dann links. Man hat hier so wenig Ausdauer. Das ist so nervig. Ich gehe mal 5 Schritte und dann bin ich aus der Puste. Wo war der denn jetzt? Auf der Rückseite vom Zelt. Ich habe hier auch direkt 4 Grad am Stromgenerator. Mhm. 3. Hier, siehst du mich? Nö, wo denn? Hinter dir. Muss ja mal rumgehen hier. Ich habe hier irgendwas gehört gerade. Also hier habe ich 6 Grad, 5 Grad. Wie hieß die? Bude? Libby. Libby West, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Nicht hier. War das eben... Ich war das. Warst du am Zelt, Ralle? Ja, ich bin am Zelt. Okay. Ein Kinderzelt war das. Ich gehe davon aus, dass das hier beim Generator ist. Wegen 3 Grad. Hm. Er nimmt einen Ordner mit ins Zelt. Aktenordner, ey. Ich wegen der Buchhaltung. Naja. Naja. Ist alles drin. Lohnabrechnung, Steuer-ID. Pokémon-Sammelkarten. Pokémon. So. Ich bringe jetzt mal das Buch und den Dots mit. Mhm. Was hast denn du jetzt eingesteckt eigentlich? Du hast ja wahrscheinlich... EMF. Okay. Ja, und EMF. Okay, die U und EMF. So. Liebe Livy, schreib ins Buch. Livy, schreib ins Buch. Okay, ich hole mir noch die Spirit Box. Aber wir haben irgendwie keinen Knochen oder so, ne? Ja gut, den findest du hier halt echt schlecht, weil es alles so dunkel ist, ne? Mhm. Hier waren Knacksen. Knacksen. Sich angehört, als wäre was Fettes auf dem Ast getreten. Ja, das ist... Ich war's nicht. So, ich versuche mal mit der guten Livy zu kommunizieren. Kommunizieren. Livy, können wir kommunizieren? Hättest du Lust, eine Konversation mit mir zu führen? Nein. Wie alt bist du? Können wir dir helfen?
Wie bist du gestorben? Ich bin hier irgendwie nicht überzeugt von der Ecke, obwohl ich hier 3 Grad habe teilweise. Ich erschreck mich jedes Mal, wenn das draußen knallt, ey. Wie hört man denn im Badezimmer so eine Forke stehen? Ja, wenn du ein bisschen zu viel geschissen hast, ne? Da musst du ja die Schüssel ausmisten. Oh, mir fällt gerade auf, hier sind überall 3 Grad. Immer wieder. Hier hinten an der Hütte. Hallo! Hier oben! Huhu! Wie viel Grad hast du da oben? Keine Ahnung, ich habe keinen Dings mit. Ach so, ja. Ich hab nur EMF. Hast du das gehört? Nein. Hast du bei dir drin im Waschbecken an oder so? Nee, ne? Mhm. Hier ist nichts an. Nicht mal ein Handy ist hier an. Es sind wieder die Duschen. Was ist das denn? Es sind wieder die Duschen. Ich hol den ganzen Krempel von hinten wieder nach vorne. Was war denn das für ein Geräusch eben? Eine Tür. Nee, das hat so... Komisch hat das gemacht. Eine Eule. Der Strom ist aus. Schön. Nee, ganz komisch war das. Ein Wolf? Mm-mm. Oh nein. Also sie singt nur. Ich nutze die Chance. Sie steht wieder hinterm Zelt, hinterm Dings, hinterm Haus. Mm. Ich versuche da mal aufzubauen. Na, hier an dem Zelt. Nein, an dieser Duschen. Aha. Ach, da schon wieder? Ja, ja. Keramikabteilung. Mm. Die hängt dahinter. Ach Mann, was jetzt ein bisschen doof ist, weil ich ja alles nach hier vorne geschleppt habe. Ach, ich hole nachher eine neue Kamera. Da. Was soll der Geist? Ich habe genug Geld. Ja, ich nicht. Ja, du bist doch voll reich. Mm-mm. So. Jetzt noch die Kamera. Also die Video... Ach, da hole ich auch eine neue. Drauf gepfiffen da. Wir haben Kohle. Wo war die jetzt schon wieder? Na, ach, wieder an diesem Pipi-Häuschen da. Ja, hinter der Dusche. Also nicht drinne, sondern dahinter. Aber da drinne ist die manchmal an der Tür. Oh nee, ne? Ich glaube, du bist eingesperrt. Ey, wieso höre ich denn nie den Herzschlag? Ja, du bist eingesperrt. Mach die Taschenlampe aus und versteck dich. Nee, ich bin tot. Ey. Guck mal, sie kommt freudestrahlend auf dich zu. Sie lacht sogar so. Ich hab nie ich höre keinen Herzschlag, nix. Ich höre nur dieses Klopfen, Klimpern von diesem blöden Tor. Ja, das habe ich auch nur gehört. Wahr. Diesmal. So, was können wir denn noch mitnehmen hier? Ein Kreuz. Ich glaube, ein Kreuz ist ganz gut heute. Na, ey. Gibt's doch nicht. Vor allen Dingen, man hört nicht mal, dass sie kommt. Ich wollte gerade mit rausgehen. Ich habe doch gesagt, es ist zu. Vorher. Ich war gerade auf dem Weg und dann hat geklimpert. So. Hm. Dann brauche ich jetzt noch den IMF und dann habe ich alles da. Ach nee, unten UV. Liegt hier hinten irgendwo in der Ecke. Ich nehme eine neue. Was soll der Geiz? Das ist doch kacke. Aber wie freudestrahlend und lachend sie auf dich zukam. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass sie was Böses im Kopf, also im Schilde führt. Na, ja, ja. Sie war so. Mhm. Lass uns Freunde sein. Ja, jetzt war sie in der anderen Dusche. Oh, ich hab mich gerade positioniert hier.
Hä? Ah, Fingerabdrücke. Also, was haben wir denn jetzt überhaupt? Fingerabdrücke? Ja. Was war noch? Nix. Nö. Nö. So, ich kann ja mal gucken wegen Dots und Orbs. Ach, das Huma. Oh, ich dachte gerade, die Tür ist zu. Geht schnell hier heute. Ja. Schöne Aktivität. Irgendwas hangeln wir brüb. Schöne Aktivität beim Zelten. Irgendwas eben hat so guck mal. Dots-Projektor. Wegen der blöden Schneeflocken siehst du die Dings kaum, ne? Die Orbs. Wenn welche da sind. Was war jetzt noch irgendein Beweis? Ich habe jetzt gerade was getrunken gehabt. Also Fingerabdrücke und Dots-Projektor habe ich bis jetzt. Dots. Orbs sieht nicht so aus. Welche Möglichkeiten haben wir denn noch? Wir haben ja nur drei. Phantom, Bungie und Gorio. Kann ich sehen, ob der ins Buch geschrieben hat, weil der Schatten so blöd ist. Also Orbs, Geisterbox oder IMF5. Okay. Aber Orbs sieht halt nicht so aus. IMF oder Geisterbox? Ah, ich nehme noch eine Kamera mit. IMF? Weiß ich nicht. Ich hatte kein IMF vorhin. Zwei hatte ich. Na, bestimmt die Box. Die Box dauert ja auch immer ewig. Ja, kommt drauf an, ne? Wobei, wir haben das ja auch schon gehabt mit der Box, dann hat sie mit dir gequatscht, mit mir nicht. So, kannst du mit mir reden? So. Kannst du mit mir reden? Wie bist du gestorben? Hallo, ich rede mit dir. Ich rede aber nicht mit dir. Das ist ziemlich unhöflich, nicht zu antworten. Pass mal auf, gleich mal. Geh mal, wenn du gleich wieder Richtung Tür gehst, dann machst du bestimmt wieder zu. Nee, so ist sie nicht. Aha. Die Livy ist eine ganz süße. Ah ja. Beleidige die nicht. Livy, kannst du mit mir reden? Ich bin am Überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, nochmal in die Dusche ein Kreuz zu schmeißen. So für alle Fälle. Ja. Aha. Eigentlich schon, ne? Ich laufe nachts allein im Dunkeln über den Zeltplatz. Man hört doch gar nichts gerade von ihr, ne? Nee. Wer spricht da? Ach, scheiße, jetzt habe ich die Kamera mitgenommen. Scheiße, da hat er die Kamera mitgenommen. Ich laufe nachts allein über den Zeltplatz. Habe keine Angst, denn hier kann ja nichts passieren. Ein eingezäuntes Gelände und das war vorher abgeschlossen. Also, wer soll hier schon sein? Bleibst du denn, ey? Ich habe in die Dusche ein Kreuz gelegt. Jetzt will ich meine Kamera. Wer spricht da? Ich bin hier alleine. Wer spricht da? Das Böse. So, Kamera. Mann, ich sehe gar nichts hier in der Dusche, ey. So dunkel.
Ja, wer weiß denn welche. Ich bin jetzt bei der Frauendusche, ne? Aha. Ist das überhaupt eine Frauendusche? Hier ist nicht meine Tür dran. Auch kein Schild. Unisex, ich bin dabei. Oh, Kinder da. Unis. War gerade bei dir. So. Gehst du wieder weg, oder was? Ne, ich will nicht mit dir zusammen da in der Dusche stehen. So. Nicht? Immer noch Kind. Livy! Hat die auf Einzelpersonen eigentlich reagiert? Yep. Vielleicht hat sie auf mich reagiert. Livy! Wie bist du gestorben? Kannst du mit mir reden? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Was ist los mit dir? Bist du stumm? Du kannst lachen. Hab ich gehört. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Livy! Na, ist ja irgendwie doof, wieso, ne? Wieso kacken? Wieso ins Klo gefallen? Stell mal vor, die jetzt wirklich auf mich hier nur reagiert. Dann haben wir ein Problem. Andere Dusche. Livy! Wie bist du gestorben? So, ich bin jetzt mal im Van. Wie bist du gestorben? Ja, gar nichts hier über der Kamera. Wie alt bist du? Kannst du mit mir reden? Wurdest also aktiv ist sie ein bisschen. Wurdest du auf dem Klo ermordet? Hat Jason Voorhees dich hingerichtet? Während du ein Abgesäbel hast. Abgeseilt. Und Bob in eine Bahn gelegt. Wollte ich auch gerade sagen. Also, ja, ich weiß nicht, ob es die Box ist oder der IMF. Oder halt Orbs, ne? Aber die siehst du halt nicht. Wo ist denn hier diese Kamera da? Jetzt ist auch gerade der Strich ganz unten, also es ist gar nichts los. Na, ein Beweis fehlt ja nur, ne? Ja. Livy, mir fehlt ein Beweis. Ach. Ja, vielleicht sind es ja die Orbs. Könnt ihr mal eine Kamera in der Dusche platzieren, aber ich weiß nicht, ob das rechtliche Konsequenzen haben wird auf Dauer. Ja, ja. Ich kann mir das nicht mal umstellen hier. Aha, du kannst das nur, siehst du? Aha. Wie man sieht, sieht man nix, ey. Ich sehe alles. Ey, nee. Ops. In Dots-Projektor siehst du halt ganz gut, aber ich kann keine Orbs sehen. Ich sehe das nicht gut, wenn ich tot bin. Nö, Tote können in der Regel echt nicht gut gucken. Ich nehme jetzt nochmal eine Cam. Ach man, ey. Immer habe ich hier irgendwie die Taschen voll. Wo ist meine Bauchtasche? So. Ja. Kacke. Zack oder so, ey. Bollerwagen. Bollerwagen. Siehst du hier so einen Bollerwagen hinter dir her? Rucksack wäre ja auch cool. Ja, das zieht sich jetzt aber gerade ganz schön, ne? Ja, wir haben Orbs. Jetzt kommt Aktivität. Ja, Orbs? Wir haben Orbs. Woher, hey, wie hast du das jetzt gesehen? Ja, weil ich mit der Kamera umhergelaufen bin. Mit einer weiteren. Aha. Achso, dann haben wir den Bungee. Oh oh. Bist du jetzt auch wieder tot? Ich? Ja? Nee, wieso? Hat der nicht gerade dumm gemacht? Nee, ich hab so, ich hab grad dumm überlegt.
Ja, lässt mich erstmal hier, ey. Schönen Dank auch. Auf Wiedersehen. Sayonara, du Penner. Haha. Nur die Besten fahren in eine Base. Base Shuttle. Oh, der Geist war ein Bungee und ich hab's alleine herausgefunden. Ey, bei mir lädt er noch jetzt. Oh, ich wollte nicht spoilern. Jetzt. Und welcher Geist war es? Oreo. So, das war nochmal eine erfolgreiche Runde Phasmophobia, nachdem wir das erstmal voll abgeschmiert sind. Traurig war's. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sind das nächste Mal wieder zusammen. Sprich, ihr seid dabei. Ich würde mich freuen. Bisher macht's gut. Ciao. Tschüss.